Heute spielen wir den My Wife Left Me Tycoon. Okay, also unsere Wife ist ein Computer. Lol. Also machen wir mal eine kleine Roomtour. Wir haben ein Haus. Cool, wir haben einen Hund mit Hut. Okay, wir haben eine Pizzapackung. Yay. Ja, okay, wir gucken jetzt einfach mal in den Kühlschrank rein und taken a drink und trinken den Drink. So. Heilen wir auf jeden Fall. So werden wir glücklicher. Okay, also wir trinken Bloxy Cola und werden glücklicher. Leute, trinkt nichts dagegen, dass ihr unglücklich seid. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sucht euch einen Therapeuten. Aber ihr solltet niemals irgendwas konsumieren dafür, dass ihr glücklicher werdet. Okay, also wir müssen Wife-Stuff machen. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, was auch immer das ist. Wir haben jetzt hier einfach Dings. Ach, keine Ahnung. Collect 3 Wife-Stuff. Also die Währung hier heißt scheinbar Wife-Stuff. Geil, wir gönnen uns erstmal hier die Schuhe. Können wir mal Dinge mitmachen. Jetzt connecten wir Make-up. Jetzt haben wir 3 Wife-Stuff. Was müssen wir jetzt mit dem Wife-Stuff machen? Wir sammeln nochmal eins ein. Ach, können wir gar nicht. Okay, wir gehen jetzt hier rein. Yard, okay. Jetzt nehmen wir die Sachen und tun die da rein. Wife-Stuff-Storage. Okay, und jetzt gehen wir hierher und verkaufen unseren Wife-Stuff. Hier ist Adelnon, der gerade Make-up verkauft an Dylan. Okay, Dylan, ganz gut. Damit haben wir jetzt $38 und unser, oh mein Gott, unser Pickup-Dings. Alter, wir können nur 3 das Stück immer einsammeln. Wir müssen ganz, 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 ganz eindeutig mehr davon kaufen. Wir haben jetzt eine Tasche, wir haben nochmal Schuhe und nochmal mehr Make-up. Das tun wir natürlich alles rein. $68 können wir jetzt erstmal collecten. Haben wir die jetzt collected? Weil unser Geld ist irgendwie nicht hochgegangen. Ah, jetzt 54, okay. Warum auch immer... Collect. Also irgendwie bringt es gar nichts, die Sachen zu collecten. Ich verstehe es. Backpack Size machen wir jetzt erstmal auf 10 und dann machen wir es nochmal auf 15, einfach weil wir uns leisten können. Ich meine, wir sind ein Golddigger. Oha, wir haben ein iPhone und das können wir natürlich auch verkaufen. Und wir haben Juwelen. Ja gut, das können wir jetzt alles hier richtig gerne zum Verkaufen anbieten. Und zack, können wir das Storage irgendwie auch hochleveln. Also wenn ich jetzt mal eben so blöd fragen kann. Hire, okay, wir können noch einen hiren, der kostet aber $90 und ja, ich sehe es nicht ein, einen zweiten Adelnon für $90 zu kaufen. Oh mein Gott, Leute, wir haben eine Credit Card und nochmal ein iPhone, also jetzt muss das Geld doch laufen. Wir tun hier noch mehr rein. Tun hier nochmal mehr rein. Sprachenlern-Bubble. Jetzt sammeln wir nochmal die $200 ein, die wir irgendwie immer noch nicht bekommen haben und ja. Wenn wir nochmal $200 bekommen. Aber die bekommen wir irgendwie nicht, das Geld. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das kommt voll verzögert, das. Ach so, warte. Wir sammeln das Geld ein und das Geld droppt. Wir müssen das Geld dann erst einsammeln. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, man kann hier nochmal Multiplayer holen. Wir holen nochmal ein paar Multiplayer, damit wir hier ein bisschen mehr Geld bekommen. Beziehungsweise ein bisschen mehr Stuff bekommen. Okay, also da haben wir jetzt mal 2. Jetzt können wir ja alles... Hallo, ich möchte das Make-up einsammeln. Warum ist das Make-up einfach in uns? Oh Gott. Also, ich weiß nicht, was wir mit dem Damen-Stuff machen, aber wenn Make-up in uns ist, dann sollten wir uns auf jeden Fall mal Sorgen machen. Okay, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt mal einen zweiten Adelnon für $90 holen. Gucken wir mal eben hier. Okay, das ist nur mein zweiter Account. Alles gut, wir müssen hier keinen zweiten Adelnon hin tun. Es reicht der zweite Account. Der zweite Account reicht völlig aus. So, wir gehen jetzt hier noch weiter mit mehr Multiplayer, weil die sind sehr wichtig, damit wir mehr Geld bekommen von unseren Wife-Stuff, den wir hier anbieten können zum Verkauf. Oh, kaufen wir noch eine Person, die hier Dinge verkauft. Lustiger Ben kauft bei uns ein. Normal kauft Lustiger Ben bei uns ein. Hier ist, ich weiß gar nicht, wer du bist, aber hey, da kauft Tricking ein. Das ist auch super. $191 haben wir jetzt auch schon wieder hier. 345 kostet der nächste. Den kaufen wir natürlich hier auch, ne? Hier verkauft, ist das Pier? Ich weiß es nicht, ich glaube Pier verkauft hier, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Hier verkauft Florica, hier verkauft der zweite Account, hier verkauft Adelnon-Stuff an Adelnon. Jetzt müssen wir unsere Size noch einmal gleich hochleveln, unsere Inventory Size, damit, weil wir können gerade 20 reinstecken und wir können aber nur 15 lagern. Das ist natürlich nicht so gut, also, ja, müssen wir jetzt erstmal drauf geiern, dass wir hier gleich unsere Inventory Size erweitern können auf 20, damit wir jetzt auch 20 Dinge immer wieder einsammeln. Gerade die Drops lassen echt zu wünschen übrig. Wir haben die ganze Zeit nur Common Make-up und alles mögliche. Oh mein Gott, eine Credit Card mit Doppel. Okay, das hat sich gelohnt. Oh mein Gott, jetzt haben wir da $400 nochmal in mit der Credit Card. Ich muss mich öfter beschweren, dann kommen vielleicht auch mehr gute Sachen daraus. Schon wieder 0 von 20. Alles rein da, das ist easy. Wir trinken nochmal eine Bloxy Cola, damit wir ein bisschen glücklicher hier werden. Und ja, let's go. Wir verkaufen mehr Zeug, was uns eigentlich theoretisch gar nicht gehört. Excuse. Wir haben mal gerade Juwelen eingesammelt. Okay, das ist Kamen. Das ist auch nicht mal durch den Mal 2 durchgerauscht.
Ja, ich würde halt gerne noch mehr mal zwei holen, aber das ist halt super teuer inzwischen geworden, ne? Ich würde sagen, wir müssen als erstes gleich mal auf den Vakuum nochmal gehen, damit der vielleicht noch ein bisschen bessere Sachen uns gleich ausspuckt. Wir gehen als erstes hierher, sellen hier einmal alles und sammeln hier dann jetzt noch einmal unser ganzes Geld ein, was hier rumliegt. Das sind ja mit 1000 Dollar und damit sollten wir auf jeden Fall unseren Vakuum ein bisschen upgraden können, wenn wir da jetzt nochmal hinlaufen. 210, dann 360. Oh, das nächste kostet dann 585, das lassen wir dann erstmal aber ganz kurz. Dafür müssen wir dann mal eben jetzt nochmal ganz kurz nochmal verkaufen. Und dann können wir uns das gleich auch... Oh, 775. Oh mein Gott, wir haben schon wieder eine Credit Card, aber die ist halt nicht durch den Multiplayer durchgegangen. Ja, egal. Da kommt wieder was. Noch eine Credit Card. Oh mein Gott, das sind dann aber immerhin mal zwei. Jetzt droppen auch immerhin ein bisschen schneller und ein bisschen bessere Sachen. Sehe ich gerade, weil wahrscheinlich auch den Vakuum so krass jetzt inzwischen schon hochgelevelt. Für 1000 gibt es ja schon wieder den nächsten Vakuum. Upgrade und das werden wir uns natürlich auch direkt kaufen. Aber wir müssen als erstes noch eine Menge Zeug verkaufen. Kommen wir Juwelen, haben jetzt auch schon wieder zwei Stück, ein iPhone. Ja, verkaufen wir alles. iPhone gehört verkauft. 2300 Dollar können wir jetzt hier wieder einsammeln. Wow, das ist echt nice. Haben wir insgesamt 2600. Vielleicht können wir sogar zweimal das Vakuum-Ding upgraden, was ich aber weniger glaube. Einmal doch, wir können tatsächlich zweimal den Vakuum upgraden. Und eventuell droppen wir jetzt hier bessere Sachen. Liegt so viel unten drin, ne? So viel. Ja, inzwischen. Schaut euch an, wie viel da die ganze Zeit runterdroppt. Und ich glaube, wir müssen dann gleich nochmal ein bisschen mehr Verkäufer einstellen und unser Inventar nochmal ein bisschen upgraden. Weil das ist wirklich extrem viel, was hier die ganze Zeit runterploppt. Und da brauchen wir auf jeden Fall mehr Verkäufer. Dann sollten wir auch nochmal auf mehr mal zwei gehen, damit wir hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter. Wir haben ein Buch, Legendary. Ich weiß gar nicht, was das wert ist. Das stand da, glaube ich, gar nicht. Oder ich habe es nicht beachtet. Wir können mal eben schauen, steht es zufällig, wenn wir das hier reinschmeißen, was denn das Buch ist. Was ist denn das Buch? Steht das da? Nee, leider nicht. Aber egal, wir haben wieder 900 Dollar, die wir einsammeln können. Machen wir. Und dann machen wir einmal hier noch einen Verkäufer einstellen, damit das hier auch ein bisschen schneller geht. 700 Dollar haben wir hier wieder drin. Und dann können wir jetzt immer 25 lagern. Das heißt, wir können den da jetzt auch auf 25 erweitern. So. Und dann geht es jetzt nochmal an den Mal-2er dran, damit wir hier einen weiteren Mal-2er haben. Und jetzt wird erstmal hier wieder eingesetzt. So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen ins Upgrade rein. Und zwar nochmal einen weiteren Straßenverkaufsstand. Wer verkauft hier? Hier verkauft Luke. Daneben ist das Mary? Ich glaube, hier verkauft er Mary. Ja, die sollen mal alle den Wife-Stuff verkaufen. Ich meine, das ist ja selbstverständlich. So, imagine, wenn du dich einfach so verpisst, ohne deine Sachen mitzunehmen, ja, dann verkauft man die halt, ne? Muss man halt mit leben. So, jetzt können wir auch 30 einsammeln und ja, das wird auf jeden Fall langsam notwendig, weil schaut euch an, wie viel Zeug hier liegt und wie schnell wir wieder voll sind. Das ist wirklich unfassbar. Ja, wow. Inzwischen haben wir schon so viel, dass es einfach hier neben liegt. Na egal, wir machen weiter. So, wir investieren jetzt als erstes nochmal ein bisschen mehr Stände hier rein, damit wir mehr verkaufen können, weil es ist wirklich unfassbar, wie viel Stuff meine Freundin hatte und deswegen müssen wir das alles hier loswerden. Insgesamt haben wir jetzt hier, oh mein Gott, da liegt ein Pizzakarton. Warum legst du da einen Pizzakarton hin, Mary? Das geht doch nicht. Dann haben wir jetzt Mary schon doppelt? Ja, Mary verkauft schon zweimal für uns. Das ist ja super. Wer verkauft hier? Wer bist du? Das ist, glaube ich, Chris. Keine Ahnung. Oh mein Gott, da ist ein Schild mit Wife durchgestrichen und hier können wir richtig fett pumpen gehen. Jetzt gleich müssen wir erstmal nochmal unsere Inventarspace um 10 erweitern und oh mein Gott, liegt hier viel Zeug drin. Okay, 30 direkt wieder voll, kommt natürlich alles hier rein und danach, ich hoffe, dass wir wirklich unser Inventarspace erweitern können, weil es ist wirklich nervig, die ganze Zeit so hin und her zu rennen. Egal, wir bieten das jetzt hier nochmal an. So, jetzt sammeln wir hier das Geld ein und dann müssen wir unseren Inventarspace wenigstens schon mal um 5 erweitern können. Hallo? Okay, ich hab's eingesammelt. Ey, manchmal ruckelt dieses Spiel ein bisschen. Verstehe ich auch nicht, aber ist so. Okay, so, hier, 880 für 35. Okay, 1310 brauchen wir für den nächsten Upgrade, für das nächste Upgrade. So, wir sammeln jetzt noch einmal das alles hier ein und dann können wir uns auch schon den neuen Stand kaufen, weil unsere Frau so unfassbar viel Stuff hatte, dass es nicht mehr auszuhalten ist. So. Was passiert denn jetzt? Können wir uns jetzt noch irgendeinen kaufen oder können wir dann upgraden? Oder gibt es ja einfach eine zweite Reihe an Ständen, sodass die einfach hier komplett durchziehen können. Und ja, irgendwie hat unsere Frau viel zu viel Zeug. Ich glaube, wir haben viel zu viel Geld in unsere Frau reingepumpt. Leute, gebt nicht so viel Geld für eure Freundin. Durstlöscher reicht völlig aus. In 50 Cent kriegt ihr auf jeden Fall hin. Oh mein Gott, wir haben hier noch was. Ein Secret, ein Book haben wir jetzt nochmal gezogen.
Und jetzt gleich, wie viel Platz ist da jetzt nochmal? 45. Da müssen wir doch auf jeden Fall gleich nochmal was anderes machen. Und zwar erstmal was trinken. Und da müssen wir gleich... Oh mein Gott, was? Wir haben jetzt Wasser? Was bringt denn Wasser, Leute? Wasser bringt gar nichts. Aber egal, da unten liegt wieder eine Credit Card. Wir müssen nämlich jetzt uns ransetzen, unser Backpack abzugraden, unsere Stände abzugraden, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Beziehungsweise erstmal unser Backpack, weil jetzt gerade haben wir mehr Stände als Backpack. Obwohl, ich weiß gar nicht. Obwohl doch, ist es sinnvoll. Wir machen als erstes Backpack und dann Stände. Wir haben hier nochmal 1600 Euro. 2016 insgesamt. Müsste ausreichen. So, das nächste kostet wieder 2800. Das wird langsam alles echt teuer. Vielleicht gehen wir gleich mal im Haus gucken, was wir da upgraden können und ob das uns irgendwie weiterbringt, da was abzubauen. So, schauen wir mal. 1000 Dollar Budget, was wir hier drin alles kaufen können. Okay, wir haben jetzt ein Trainingsgerät gekauft. Sehr geil. Können wir richtig durchziehen. Xbox 360, 5000 Dollar. Können wir irgendwie den Müll entfernen? Pay Wife Bill. Oh mein Gott. Wir müssen unsere Damenrechnung bezahlen für 1.000.000 Euro. Okay. Ich glaube, unsere Wife war nicht so ganz die, die man geklärt hat auf der Straße, sondern eher eine professionelle. Okay, wir drehen mal dran. Win this pickle. Cool, wir können eine Pickel gewinnen. 1% Lose. Ist das jetzt gerade deren Ernst? Wenn wir da jetzt die ganze Zeit auf 1% Lose drauf landen, dann ist das Rad gerippt. Paypool Story. Mein Gott, also man kann, glaube ich, nur auf Lose landen. Stop. Wives only. Okay, wir sind drin. Oh mein Gott, hier oben geht's uns richtig kacke. Wenn wir da reingehen, geht's uns richtig kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir müssen ganz schnell ein Wasser inhalieren, damit es uns ganz schnell wieder besser geht. Und gucken wir mal hier in den letzten Raum rein, was man hier machen kann. Da können wir nicht rein. Oh doch, wir können rein. Was ist denn hier drin? Okay. Können wir hier raus? Ja. Warum auch immer wir eine Treppe aus dem Fenster haben in unserem Zimmer. Darüber reden wir jetzt einfach mal nicht. Aber Leute, ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns morgen Punkt 13 Uhr wieder. Ich belasse es jetzt erstmal hierbei. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr solche Simulatoren oder Tycoons oder was auch immer sehen wollt. Gerne abonnieren. Bis dahin, hauen's rein und ciao. Leute!